So, ihr Minecraft-Freaks da draußen. Yo, dazu zähle ich nämlich auch, aber ja, mich meine ich diesmal nicht. Denn ich meine nur euch und ich spiele weiter Minecraft. Yes, weiter geht's, Baby. Naja, das war vielleicht ein bisschen übertrieben, aber unser Ding ist noch nicht ein bisschen gewachsen. Deshalb machen wir uns erstmal auf den Weg woanders hin, um, ja. So, jetzt habe ich, jetzt weiß ich's, wenn ich da drüber gehe, über das, was ich schon fertig ja, so gemacht habe, zum Anbauen fertig gemacht, ja, dann wird es wieder normal und deshalb sollte ich da nicht mehr drüber gehen. So, ich suche mir jetzt aber eine gute Höhle, denn dann werde ich eben dabei, ja, in irgendeine Höhle gehen, während das hier alles fertig wird. Also, wie immer, ich nehme es länger auf und das spawnen trotzdem Monster, obwohl ich die ganzen Fackeln hingetan habe. Naja. Ja, genau, wieder eine Stunde aufnehmen oder so. Falls es meine Festplatte jetzt noch durchhält. Ah, gehen wir es jetzt doch gleich darauf. Ist doch egal. So, wir können dir unsere Waffen ein bisschen verbrauchen, denn ich möchte euch hier sowieso etwas zeigen. So, Essen haben wir genug, also Hunger haben wir keinen. Aha. So, ich hoffe, wir überraschen uns der Creeper nicht. Kommt uns besuchen. Ja, da. Ja, geh mal weg. Ja, schön. Hallo? Okay. So, es kommt kein Monster her und da holen wir uns auch alles. Jo. So, ja, ich glaube, das ist Verbesserungs... Also Waffenverbesserungen habe ich letztens nicht fertig erklärt. Hier haben wir irgendwann Skeleton, darum. Das hat mich sicher schon bemerkt. Aber ich erst noch nicht. So, da unten. Nein, hier ist noch eine gruselige Musik. Wisst ihr was, wir machen uns jetzt einfach auf, um eine Höhle zu finden und schlagen uns hier nicht weiter mit dem... diesem Skelett darum. So. Genau, ja, also, wenn man sich auflevelt, ja, seht ihr halt den Level, der da unten steht. Dann ist man dieser Level, Level 11, ja. Jetzt erzähle ich das nicht komisch, aber okay, so. Ja gut, man kann sich nämlich später, wenn man weiter fortgeschritten ist im Spiel, einen Enchantment Table bauen. Das ist ein, so ein, ja, Verbesserungstisch auf Deutsch und ja, dem kann man sich dann ja Verbesserungen für seine Werkzeuge und Werkzeuge, Waffen und Rüstung bauen. Jo, also zum Beispiel ein Schwert macht dann mehr Schaden, eine Rüstung hält mehr aus, bei einem Helm gibt es dann, dass man die Luftlänge unter Wasser anhalten kann. Lauter so Zeugs. Ich versuche jetzt irgendwo mal hinzukommen und mal zu schauen, ob da irgendwo eine Höhle am Dampfen ist. Nee, also ob da irgendwo eine Höhle ist. Ja, vielleicht hätte ich dort schauen sollen am Anfang, da wo ich ganz zum Beginn war. Mich nicht hier überall. Dann hätte ich hier vielleicht nicht überall hinschwimmen müssen. Jo, aber viel Clay schon wieder. Hm. Schauen, ob uns das noch nützt, aber da ist eine große Fläche. Mal schauen, ob ich da irgendwas finde. Da ist auf jeden Fall so ein guter Platz für Monster zum Spawnen. Ja, Level 11 sind wir schon. Das bedeutet... ja, bis Level 50 gehen diese Verbesserungen. Und man bezahlt dann eben mit seinen Levels. Also das bedeutet, wenn man Level 40 ist und man... ja, nur ein Beispiel. Wird schwer, aber ich weiß. Aber ich nehme das einfach jetzt nochmal nur als Beispiel und ja, wenn man dann... cool, da wachsen Blumen neben Schnee und Eis. Okay. Aber keine Höhle. Schauen wir da drüben. Ja, wenn man Level 40 ist und man kauft sich eine Verbesserung für 8 Levels, dann... ja, die Verbesserung kosten Levels. Wenn man sich dann eine Verbesserung für 8 Levels kauft, dann ist man dann... was habe ich jetzt gesagt? 40? 14? Ach, keine Ahnung. Wenn man Level 14 ist und man kauft sich eine Verbesserung für 8... dann hat man dann nur noch, ist man dann nur noch Level 6.
Ja, und dann kann man sich wieder aufleveln und für eine andere Waffe was Gutes kaufen. Oder für eine andere Rüstung, wie auch immer. Auf jeden Fall scheint man da ja irgendwie so... Scheint es mir hier so höhlenartig zu sein. Und das bedeutet, ich bleibe erstmal hier. Level mich hier noch ein bisschen an den Kühen auf. Naja, aufleveln kann man sich da nicht viel. Aber, ja, auf jeden Fall ein paar EP holen. So, da ist auf jeden Fall eine Höhle schon mal. Mit nichts drin außer einer Kuh. Das ist ja fantastisch. Das ist fantastisch. So. Auch Eisen, ja. Naja, dann will ich mal nichts gesagt haben, wa? Und hier geht's nicht weiter runter. Wir bleiben immer gleich hoch. Ja, na toll. Na egal, wir können hier viel viel Material mitnehmen. Ja, wir müssen dann eben eine Höhle finden, die tiefer nach unten geht. Denn nur weiter unten gibt's Redstone. Das ist für um solche mechanische Dinge zu bauen. Ja, was gibt's dann noch? Lapis Lazuli, das ist dann für... Für was ist genau das Lapis Lazuli nochmal? Ich weiß, dass es schön aussieht. Ja, genau. Um blaue Wolle zu machen. Also als Tönung für die Schafe. So als Haartönung für Schafe. Für Wolle. Also Wolltönung. Naja. Ich rede hier wieder nur Unsinn, weil mir schon wieder nichts einfällt. Es fällt mir einfach nichts an, was ich sagen könnte. Ja, das ist sowieso jetzt eine ruhige Musik, also sollte man sowieso jetzt nicht so viel reden. Wir wollen ja die Musik nicht unterbrechen. Und schon wieder Blödsinn geredet. Mann, Mann, Mann. So. Naja, wenigstens finden wir viel Eisen, das ist doch... Das hat doch schon seinen Unterhaltungswert. Naja, eigentlich nicht, aber... Ja, wir holen es trotzdem. So, sehr schön. Da haben wir noch Kohle, Kohle, Kohle. Wenn wir... Genau, für... Spitzhacken gibt es auch noch andere Verbesserungen, zum Beispiel, dass man, ja, das habe ich glaube ich hier schon erzählt, warum erzähle ich das alles nochmal? Komisch. Ja, eben wenn man Cobblestone, wenn man Stone abbaut, dass man dann gleich wieder Stone kriegt, anstatt Cobblestone, das ist irgendwo ein Zombie, hä? Ich höre hier erstmal Zombies. Was ein bisschen unlogisch ist. Ja, hier ist auf jeden Fall irgendwo ein Zombie. Wo geht's denn hier lang? Hier vielleicht noch irgendwas, was ähnliches wie eine Höhle. Alles klar, dann lass mich hier wieder rauf. So. Aber wo schreit, brüllt da der Zombie rum? Naja, hier haben wir Schafe. Sieht mir alles so höhlenmäßig aus, so diese kleinen Hügel. Muss man kratzen einmal. Ich kann ja nicht eine Stunde lang spielen, um mich einmal zu kratzen. So. Oh, 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 oh. Guck dir das an. Das ist nämlich überhaupt nichts. Es geht noch runter, dann geht's... Ja. Geht's gleich wieder nach oben. Ah, schöne Musik. Da kann man sich doch beruhigen. So, was haben wir hier? Kohle. Ah komm, wir wollen ja nicht so sein und holen die Musikkohle einfach schnell, aber wir sollten eine Höhle finden, bevor es Nacht wird, damit wir noch etwas haben, wo wir... Ja, wo wir dass wir Unterschlupf haben. Irgendwo, weil hier wollen wir doch nicht bleiben. Schaut doch gar nicht schön aus, dann nehmen wir das gleich mit. Jetzt hätte ich fast voll Damage bekommen, was zur Hölle. Okay. Keine Ahnung, warum hier einfach mal so abgebautes Zuckerrohr rumliegt. Naja. Naja. Ach ja, genau. Tränke gibt's auch noch. Das kann ich ja dabei erklären. Ja, Tränke kann man sich dann mit dem Brewing Stand machen. Ja, da gibt es viele verschiedene wieder. Eine so zum Beispiel ist, dass man mit Essen halt man sich ja nur die... verliert man nur... Erhöht man seine Hungeranzeige? Ich weiß nicht, wie soll ich denn das nennen? Mal rohes Fleisch. Okay, funktioniert.
So, jetzt sollten wir mal eher schauen, dass wir einen Unterschlupf finden, weil wir gehen immer weiter von unserem Haus weg und das Lava. Okay. Das ist aber nicht schön. Das ist nicht schön, dass hier Lava ist. Und wir finden auch wirklich überhaupt keinen Unterschlupf. Aber so überhaupt nicht. Ich würde gerne in der Höhle zum Beispiel reingehen und mich da dabei einbauen. Und dabei die Höhle erforschen. Heilige Kacke, wie viele Schweine und Viecher gibt es da insgesamt überhaupt? So, dann müssen jetzt leider die Schweine dran glauben. So, ja genau, dann gibt es eben Tränke, mit denen man sich gleich die Gesundheit auffüllen kann. Also, normalerweise muss er die... Aua, das tat weh. Muss er die Hungeranzeige voll sein, damit man sich automatisch heilt, aber eben mit Tränken kann man sich dann ganz normal, wie mit ganz normalem Essen, wie es früher war, das waren noch schöne Zeiten, kann man sich dann einfach ganz normal heilen. So, jetzt habe ich hier schon über irgendwo einen Zombie gehört. Hier ist ein Skelett. Nahe der Lava. Wir sollten nahe der Lava bleiben, denn hier ist es etwas heller. So, alles klar. So, dann machen wir da für ein paar Viecher fertig noch. Bevor wir hier weitergehen, weil in der Dunkelheit ist es nicht so gut. Wenn wir uns da überall rumtreiben, wir sind schon Level 12, das ist doch mal eine schöne Nachricht. Wo ist das Skelett überhaupt hin? Ah, dort steht's. Boah. Jetzt hat jetzt das Schwein fast in die Lava reingestoßen. Aber ich glaube, gegen das eine Skeletten können wir antreten. So. Na eben, geht doch. So. Sollen wir in die Lava schmeißen? Hm. Das war selbst in die Lava geküpft. Naja. Naja, das ist nicht nett. Aber naja, was soll ich machen? So. Jetzt dürfen wir noch nicht zu nah zur Lava gehen, denn sonst kommt irgendein Skelett und schießt uns rein. Das wäre auch nicht nett. Okay, gegen einen Zombie könnten wir es aufnehmen. Es sollte halt nur kein Creeper dann hinter uns. Ah, okay. Da ist ein Skelett auch gleich. Da sind noch mehr Skelette. Da sind Zombies. Da ist ein verschwindendes Zombie. Oder wir schauen. Hä? Da sind noch Skeletten. Irgendwo schwimmt hier ein Skelett. Klingt komisch, ist aber so. Da ist ein Zombie. Da ist ein Creeper. Alles klar. So, Zombie. Was geht bei dir so ab? Gar nichts, alles klar. Danke auf jeden Fall für dein Flash und deine APs. So. Dann schauen wir mal, was der Creeper uns so zu geben hat. Essensmäßig gar nichts. Aber was AP-mäßig eben. So, mit drei Schlägen. Mit drei kritischen Schlägen wieder. Wieder fertig gemacht. Da. Gut gemacht. Jetzt haben wir Action-Musik. Jetzt geht's aber wirklich los. So. Jo, jetzt geht's los mit der Monsterjagd. Haha. Ja, mit unserer Rüstung, das klappt doch ganz supi. Ich dachte nicht, dass die so stark sein würde. Was ist das? Oh, eine Spinne. Na ja, da. Jo, hüpf mal runter. So, voll Wilder Westen Style. Genau, wir müssen das Skelett dazu bringen, uns zu folgen. Ja. Verdammt. Okay, hat nicht geklappt. Ist ja schlimm.
So, jetzt haben wir uns verletzt, glaube ich. Ja, ein bisschen, naja.